So, wir haben da unten eine Kugel. Da rechts ist ein Hebel. Ah, okay, also wir werden uns gleich wieder drehen und die Kugel wird auf uns zugerollt kommen. Das ist schon mal klar. Okay, da kommt noch eine Kiste. Gut, weiter vorausgucken können wir nicht. Ich hätte gehofft, dass wir uns vielleicht irgendwie vor die Kugel stellen können, noch fix, aber das nehmen wir die mal fix mit. Das kann man eigentlich nur benutzen, um. Oh, da kommt's ja schon! Tja, das ist jetzt doof gelaufen. Ist die Akustik alles gut? Ja, ne? Es hat mich jetzt gewundert, dass man davon nichts gehört hat. Aber die ist größer, als ich gedacht habe. Da kann man nicht einfach so drüber springen, anscheinend. Vielleicht müssen wir doch die Kiste nutzen, um über den Graben da schon drüber zu. Na, falsche Richtung. Komm, 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 komm. Wir haben nicht so viel Zeit. Aber das schaffen wir dann nicht. Oder? Doch. Ah, gut. Vergiss es. So, damit wird uns aber die Kugel jetzt erstmal nicht mehr folgen können. Da rechts flattert ein Schmetterling. Hin da. Noch mehr Zahnräder, ey. Also ich habe das Gefühl, wir verbreiten nicht die Schmetterlinge. Aber irgendwo kommt auch anderswo Licht her. Wer ist denn das? Hallo? Oh nein! 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 Inda, nicht! Falsche Richtung! Ach nö! Ach Mann! Das Vieh habe ich komplett übersehen. Ah, ich mich wieder nur drauf konzentriert habe, da. Es war ein Mädchen. Ich glaube, wir waren unserem Ziel gerade mega nah. Und wenn wir jetzt zurückgehen, ist nicht mehr da. Ach Mann, los, komm, schneller. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Wow! Das war gerade eben noch nicht da. Hä? Uabala. Wie gesagt, das war gerade noch nicht da. Lauf, 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 doch. Okay. Nee, wir können ja nicht nach links. Ich wollte gerade sagen, die Lösung ist dann sicherlich die Leiter da links, aber wir drehen uns ja nur. Komm, komm, komm. Zack. So. Das andere bleibt uns ja nicht übrig. Komm, komm. Nee, es funktioniert nicht. Das funktioniert so nicht. Wie funktioniert es dann? Wie gesagt, der läuft jetzt immer in diese Richtung. Ich brauche jetzt nicht mal was drücken, der macht das schon. Aber wir schaffen das bis dahinter nicht. Wenn ich jetzt auf das Ding drauf springe und dann versuche auf die Leiter zu springen, das schafft er auch nicht. Nee. Aber es war diesmal knapp. Unser Kopf hat's rausgeschafft. Unser Kopf hat's rausgeschafft. Da kommen auch die Viecher dann. Die uns von dem Mist befreien, was auch immer das ist, ey. Das kann dann nur über diesen Weg gehen. Zurückspringen kann ich jetzt, aber hier sparen wir jetzt kostbare Zeit. Ah, na klar, doch, okay. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Seid auch echt. Oh, danke schön. Seid auch echt immer wieder cool, wie so einfach Sachen drumherum einen zum Nachdenken bringen, aber dann letzten Endes nichts zu tun haben mit der Lösung irgendwie. Bleib hier. Ich will dich mitnehmen. Ich will doch die Kiste mitnehmen. Aber ich mach doch die Kiste. Wer auch immer ab durch die Hecke den Animationsfilm gesehen hat, weiß, was ich gerade zitiert habe.
Och nö, nicht schon wieder ein Hebel. Warte, da ist was. Komm ich aber nicht hin. Na komm. Ah, okay. Nochmal kurz. Na okay, bewegt euch nochmal kurz. Na, aber jetzt reicht's. Ich komme trotzdem nicht da hoch. Ah, es bewegt sich dann in die andere Richtung. Witzig. Ich dachte, es bleibt komplett stehen. So, wir klettern weiter hoch. Das ist jetzt aber uncool. Okay. Müssen wir es doch anders machen? Und zwar... So, sehr gut. Und... Heppa. Ach, wieder ein Hebel. Ich dachte, was steht denn da schon wieder? Elektrizität. Und nun? Nischt. Eine Lore mit Licht. Ist jetzt nicht so verkehrt. Ja, zu früh. Stummkopf. Viel zu früh. Wenn er zurückkommt. Jetzt komm mal ran. Komm zurück, zurück. Jawoll. So wird ein Schuh draus. Und jetzt springen wir einfach hier so. Zack. Warum springe ich da ran, wenn ich es doch weiß? Ich sehe das... Ich sehe diesen Hebel und denke mir, ach, der wird doch bestimmt die Elektrizität da unten anmachen. Egal, dass ich die Lore nach links gestellt habe. Warum? Warum mache ich das denn nur? Warum springe ich trotzdem? Ey. Ohne Sinn und Verstand das Ganze. Ach, Mann, ey. Habe ich nicht dran gedacht, steht jetzt trotzdem schon gut da? Nee, steht noch nicht da. Zack. So. Ja, so, das sollte passen. Oh Mann, ey. Ehrlich. Ich sollte öfter auf mich hören. Und mir auch öfter zuhören, definitiv. Das mache ich viel zu selten. So, rüber hier. Warten. Wir warten. Könnte sogar fast schon zu früh gewesen sein, mal gucken. Und... Jo, war zu früh, okay. Ich finde, das ist eigentlich noch... Das finde ich teilweise schlimmer, als nicht zu wissen, was man machen muss. Wenn man weiß, was man machen muss, aber es funktioniert nicht. Das finde ich richtig schlimm. Wie jetzt eben hier, wir wissen, was wir machen müssen. Aber ich bin zu blöd gerade gewesen, darüber zu springen. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. So, okay. Wie gesagt, das finde ich teilweise schlimmer. Zack. So, dann fahren wir jetzt mal. Ich weiß nicht.
weiß nicht wohin. Aber wir fahren einfach. Zum Glück hat das Ding Licht. Soll ich mich da jetzt festhalten? Es war, glaube ich, nicht so die verkehrteste Entscheidung. Die Entscheidung war nicht falsch. Aber bei dem Spiel weiß man ja nie. Nein! Juhu. Oh, nee. Euer Ernst. Euer Ernst. Was soll ich denn da jetzt machen? Ach so, ja, einfach abspringen, ne? Oh Mann, ey. Du kannst gar nicht nur über meine eigene Dummheit lachen, ey. Ehrlich, ey. Das bleibt dann aber nicht stehen. Lauf, komm. Eile. Nein. Das war doch nicht mal mehr ein Zentimeter. Dein Ernst. Jetzt komm, Beeilung, komm, schneller. Oh, Freunde der Sonne. Oh, Freunde der Sonne, ich möchte das wieder aktivieren. Nein. Ich lauf, einfach laufen. Weil hinter uns kommt gleich die Kugel. Laufen, ich weiß nicht wohin. Verdammt, das war's. Ich bin zu weit gelaufen. Da kommt's schon. Ach Mann. Bin zu weit gelaufen. Ich kann jetzt auch einfach hier stehen bleiben. Über die Kugel drüber. Ah, wir wurden schon platt gemacht. Nee, anderes Ding. So. So komplett dunkel ist echt scheiße. Wir haben die Trophäe doch schon allein in der Dunkelheit. Wir brauchen nicht noch eine zweite. Jetzt kam was runtergeflogen. Oh, ich hasse es, wenn du nichts siehst. Ja, okay, anders. Komm mit. Ja, nicht zu weit, Junge. Jetzt hätte ich es ordentlich in die Hose gehen können. So. Okay. Einfach weiter. Hier kommt wieder Licht. Sehr viel Licht. Was ist das? Laser? Ey, was ist denn hier los? Hightech vom Allerfeinsten oder was? Ja, wenn wir da durchspringen, dann teilt uns das Ding. 100 Pro. Kann ich damit irgendwas machen? Nein! Ah.
Okay, es ist kein Laser. In der Hinsicht, wie ich es gedacht habe, wie bei Star Wars. Es ist ein Maschinengewehr. Ich habe noch mein Bein erwischt. Weil der Kleine es nicht geschafft hat, rechtzeitig da hochzuspringen. Aber da müsste ich doch eigentlich hier unten runterkommen können, oder? Also wir kamen runter. Das definitiv. Das ist schon mal richtig. Ey. Also ich glaube, die 50 haben wir schon geknackt. Okay, das Ding kann immer schießen. Nein, komm hoch. Oh, Junge, ey. Was fällt dem ein? Der kann doch da nicht einfach runterklettern. Ey, genau vor der Linse, ey. What? Ernsthaft? Ernsthaft? Ah, okay. Ich hatte gehofft, das Ding würde das Ding kaputt machen. Ja doch, hat's doch. Es raucht. Der Ansatz war schon mal, glaube ich, recht gut. Jawohl, sehr gut. Sehr gut. So, das soll uns jetzt mal egal sein. Oh, was kommen da noch für Apparaturen, ey? Da war mir die Spinne doch am liebsten. Zwei Kisten mal wieder. Nein! Nein! Interessant. Ich habe bloß den Schalter gesehen, deswegen habe ich Nein geschrien. Weil ich wusste nicht, was passiert. Bleib doch drauf, dummes Ding. Ah. Nein, 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 nein. Ach Mann. Also egal, ob das jetzt wirklich gerade die richtige Lösung ist, es macht Spaß. Bleibt doch bei mir. Menno. So. Was denn jetzt? Was? Was hat uns... Hä? Menno. Ja, wenn er sich ducken würde, dann hätte man damit keine Probleme. Nee, der Punkt ist der, wir werden das hier natürlich brauchen, so eine Kiste. Wir kommen halt bloß nicht wieder zurück. Es ist da zwar... Ne! Ah. Thank you.
Ja, ach Mann. Komm schon. Nicht auf uns. Nicht auf uns. So. Ja, jetzt sind wir eingeklemmt. So. Einfach mit dem Kopf dagegen. So. Nein, nein, nein. Du, du blöde, blöde Kiste. Du bist so blöde. Du Mino. Das macht mich traurig. Ich gehe jetzt in die Ecke und schäme. Nee, wieso soll ich mich schämen? Ihr sollt euch schämen. Ich bin einfach nur traurig.